Würde es unserer Gesellschaft nicht gut tun, ein bisschen öfter auf Konkurrenzkampf zu verzichten? Wir werden im Sport immer darauf getrimmt, wir müssen uns diesem Konkurrenzkampf hingeben, wir müssen an Wettbewerben teilnehmen. Auf der Arbeit, im Privatleben geht es immer um höher, mehr, schneller, weiter, Karriere und so. Und ist aber gar nicht klar, so, ob das überhaupt sinnvoll ist. Warum vergleichen wir uns da mit anderen? Warum müssen wir besser sein als andere? Und woher kommt das? Ich habe die Tage eine Werbung gesehen, wo es um eine Surf-Competition ging, also so, wo Leute im Wellenreiten, Wellensurfen sich betteln, um irgendeinen Titel zu kriegen. Ich weiß gerade gar nicht, welche das war. Ich gucke mir das schon gerne an, weil ich eben selbst gerne surfen gehe. Aber dann kam mir direkt so, warum muss das eine Competition sein? Für mich war das so eine Erlösung, einen Sport zu finden, der einfach geil ist, wo man mit sich alleine kämpft, wo man seine Fähigkeiten verbessert. Und nicht die ganze Zeit diesen Konkurrenzkampf hat. Das war für mich so eine Revolution, weil mir die ganze Kindheit wurde mir eingebläut, so, okay, du bist gut in einem Sport, dann machst du da mit bei Wettbewerben. Oder es gibt eigentlich nur Sportarten, die sind auf Konkurrenz gebürstet. Also so Teamsportarten, Ballsportarten, geht alles, also Fußball, Basketball, was auch immer. Ist ja alles darum, das andere Team zu schlagen. Dann aber auch sowas wie, ich hatte mal Judo angefangen oder sowas, aber da geht es ja auch darum, den Gegner immer zu besiegen. Und ich fand das irgendwie schon damals nicht so sinnvoll für mich. Ich habe mich gefragt, warum muss ich jemanden besiegen? Es hat doch niemand was davon. So, ich habe so einen Gewinn, juhu, und jetzt? Deswegen hatte ich dann irgendwann angefangen mit Klettern, mit Surfen, mit Wakeboarden, mit diversen Sportarten, die eben nicht darauf basieren, dass man irgendwen besiegen muss, sondern eben nur mit sich selbst kämpft, wo man seine eigenen Fähigkeiten verbessert, einfach des Zwecks wegen, weil man diesen Sport meistern will oder weil man Spaß daran hat, mit sich selbst dazu arbeiten, im Wasser, gegen Ängste kämpfen, eben fitter werden, Oberkörper, Reaktion und einfach, weil es ein geiles Gefühl ist zu surfen. Mal ehrlich, so, ist einfach geil. Aber bei dieser Competition, dann dachte ich halt auch wieder so, warum musste man diesen Sport dann auch wieder nehmen und irgendwie eine Weltmeisterschaft daraus machen? Und mittlerweile ist ja auch bei Olympia und sowas. Warum muss man so einen geilen Sport, wo man eigentlich so zu sich selbst finden kann, wo man sich mit sich selbst beschäftigt und seine eigenen Ängste bekämpft, warum muss man dann schon wieder daraus einen Wettbewerb machen? Warum will man wieder besser sein als irgendwer anders? Und man merkt ja in der Gesellschaft, dass es immer wieder darum geht. Es geht sogar auf Länderebene geht es ja noch darum. So, welches Land hat das größere Bruttosozialprodukt? Welches Land kreiert mehr Export, generiert mehr Geld durch irgendwelche Geschäfte? Und dann werden Länder verglichen und dann so, ach, dem Land geht es ja besser, weil es mehr Geld produziert. Dem Land geht es schlechter, weil es weniger Geld produziert. Aber wir wissen, also eigentlich weiß man ja, dass Geld nicht wirklich glücklich macht. Also was bringt dieses dauernde Konkurrenzdenken? Und im Privatleben schon vergleichen wir uns ja auf so vielen Ebenen mit anderen, wo ich auch wieder denke, warum machen wir das? Der Nachbar verdient mehr Geld, hat ein tolleres Auto. Ja, ist doch schön für ihn, wenn er dabei Spaß hat, ist cool. Oder der Typ im Fitnessstudio hat mehr Muskeln als man selbst. Der ist doch cool, wenn er dabei Spaß hat, sich so Muskeln anzuballern, dann soll er das halt machen, ist doch cool. Aber warum müssen wir dann immer wieder daraus so Wettbewerbe machen? Auch in unseren Köpfen einfach, dass wir uns immer wieder vergleichen. Nicht einfach so für uns zufrieden sein können, dass wir so eine spezielle Fähigkeit erlangt haben oder dass wir irgendwie einfach zufrieden sind vielleicht mit dem, was wir haben und gar nicht weiter aufsteigen müssen. Um zurück auf den Sport zu kommen, da ist einfach diese Grundeinstellung, finde ich da so traurig, dass man Kinder oft so beobachtet, bis die einen Sport gefunden haben, den sie gerne mögen. Vielleicht kicken sie gerne einen Ball, vielleicht klettern sie gerne auf Wände, vielleicht, was weiß ich, gehen sie gerne schwimmen. Und wenn man dann sowas identifiziert hat, was dem Kind Spaß macht, dann steckt man es in irgend so einen Verein, wo es dann wieder nur um Gewinnen geht und dann steht der Vater am Spielfeldrand und schreit den Knirps an, dass er doch gefälligst schneller und höher und besser und weiter sein soll, damit er die anderen besiegt. Hat jemand überhaupt schon mal darüber nachgedacht, was das für einen Sinn hat? Warum muss man jemanden besiegen? Es gibt keinen vernünftigen Grund dafür, auf sportlicher Ebene zu gewinnen oder so. Wenn es irgendwelche großen Geldsummen zu gewinnen gibt,
Ja, okay, aber macht Geld dann wirklich glücklich? Und ist es wert dafür, irgendwie sein Kind so zu trimmen, dass es eigentlich gar keinen Spaß mehr daran hat, diesen Sport zu machen? Also wäre es nicht vielleicht ein bisschen einfacher, wenn wir dieses Vergleichsdenken ab und zu uns mal abtrainieren und auch nicht immer auf unsere Kinder stülpen und sagen, das ist besser, das ist schlechter, das Kind kann das schon, das wie unser Kind kann das nicht. Oder irgend so ein Schwachsinn, was überhaupt nichts auch mit irgendwie einer Zufriedenheit zu tun hat in einem selbst, sondern immer nur in Vergleichen über irgendwelche Werte, die man aber, wenn man mal richtig drüber nachdenken würde, überhaupt nicht wirklich vertritt oder es gibt überhaupt keinen Grund. So, wenn ich jetzt in einem, was ich, Firmenbasketballteam spiele und gegen anderes gewinne, so, was ist dann mein Leben besser? Bin ich dann zufriedener, weil wir da gewonnen haben? Geht es mir dann richtig gut die ganze Zeit? Oder so? Also ich denke, wir müssen auf so privater, so wie gesellschaftlicher und Firmen, also so geschäftlicher und weltlicher und politischer Ebene mal aufhören, die ganze Zeit zu vergleichen und ein bisschen zurückkommen und gucken, worum es überhaupt geht. Es geht nicht darum, das größte Bruttosozialprodukt oder sowas der Welt zu kreieren. Im Endeffekt ist das Bruttosozialprodukt ein Durchsatz von Ressourcen und Gewinnsteigerung. Es geht aber nicht darum, dass Menschen in diesem Land glücklicher sind oder nicht. Und darum soll es aber mal wieder gehen. Also nicht so viel vergleichen, nicht so viel Konkurrenzkampf. Genießen, wenn man eigene Erfolge für sich erzielt, wenn man irgendeine Angst oder irgendwas besiegt hat, irgendein neues Hobby gefunden hat, was einem Spaß macht. Einfaches Feiern, dass man einen coolen Tag hatte, an dem es einem gut ging, an dem man was Cooles machen konnte und nicht so viel vergleichen die ganze Zeit. Einfach mal gucken, was man vielleicht selbst wirklich will, erreichen will, machen will, leben will und damit zufrieden sein.